Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie wieder in Sendling bei Andreas Bock und seinen Binnen an der Stemmerwiese. Wir haben gestern schon ein bisschen drüber geredet und da haben wir diesen Stock hier geöffnet, weil einem da nichts passieren kann. Weil hier ist der natürliche Schwund in Aktion gewesen, oder? Ja, das kann man so sagen, ja. Der natürliche Schwund. Wie viele Bienen gängen denn von Ihren 30 Völkern hier jeden Winter so über den Jordan, wenn man es mal so formuliert? Also ich habe also aufgrund meiner Arbeit, da bin ich auch ein bisschen stolz auf mich, habe ich es geschafft, dass eigentlich so die Winterverluste sich so unterhalb von 10% halten. Das ist absolut unterirdisch. Das ist vernachlässigbar. Ja, das ist eigentlich normal. Das ist wirklich, kann man so sagen, ja. Und was muss man da machen? Wie pflegt man eigentlich? Sie haben ja gestern gesagt, dass eine Biene eigentlich ein Wildtier ist. Ja. Obwohl sie seit Jahrhunderten mit Menschen auf engstem Raum zusammenlebt. Ja. Ich meine, jetzt ist es sogar schon in der Stadt so, dass in der Stadt eigentlich die Biene sich wohler fühlt als auf dem flachen Land. Also wie pflegt man eine Biene, dass sie sich in der Stadt wohlfühlt? Man kann sich das so vorstellen, also die Biene weiß im Endeffekt selber, was sie zu tun hat. Und der Imker ist eigentlich ein Begleiter. Und daher kann er eigentlich schon schauen, dass genügend Rähmchen da ist, dass Futter genügend da ist und so, dass er sich darum kümmert, was mit der Vermehrung stattfindet. Also es ist so ein begleitender Prozess eigentlich in dem Ganzen. Und wenn man das sehr extensiv macht, also eben begleitend, dann kann die Biene ihre Vitalität erhalten. Aber man kann natürlich wie jedes andere Tier, wie Kühe oder Schweine, die kann man natürlich im Massentier Haltung auch stressen. Ja. Also, es war eine ganz komische Biene da, die war so gelb, aber das ist ein Webs gewesen. Jetzt fliegen Websen halt auch. Das ist unglaublich. Ja, irgendein Rest. Ein Wesp, ein Webs. Also, aber der Webs, magst du den Webs süß auch? Ja, der mag es natürlich süß. Und jetzt in einem Sommer, wo es viele Wespen gibt, dann versuchen die natürlich auch im Stock ihren Teil zu holen. Ah, die kriegen dann rein und gingen ja. Dann. Ja, und dann liegt es natürlich auch darum, verteidigen sich die Bienen, schmeißen die hinaus, sie bekämpfen sie auch manchmal, aber manchmal ist es auch vernachlässigungswert, das ist natürlich auch der natürliche Gang. Ja. Ich meine, dass Websen eigentlich Fleischfresser sind. Weil die fieseln mir immer oft mal im Biergarten einen Schinken von der Semi runter oder gegen an die Reste von meiner Wurst hier, also Currywurst, die mögen Websen relativ. Ah, das ist schon wieder so süß, gell? Ja, aber das ist das, was wir nicht wissen. Wespen sind Vegetarier. Nein, hör's auf. Aber, ja. Aber ich habe zum Beispiel so Wespen zugeschaut, die regelrecht genau. jagen. Ja. Sie bringen das mit heim zu ihrer Brut. Die Brut braucht die Proteine, die Wespe selber nicht. Die füttern ihren Nachwuchs damit. Also wenn er sie fährt, wo haben sie, also sie sind praktisch Autodidakt oder haben sie mal in so eine Imkerschule gegangen oder haben sie mal sich einfach mal Vorlesungen über Insekten angehört? Naja, ich habe natürlich schon so Imkerkurse gemacht, soll jeder machen, der mit Imkern anfängt, aber ich lese viel, höre viel, es ist so spannend, ich habe ein ganzes Bücherregal voll Bücher, wissenschaftlich populär. Ich hätte ja gewettet, dass der Webs, ich weiß zum Beispiel, dass es bei uns 4 verschiedene Arten von Websen gibt. Die sächsische Wespe, weiß ich zum Beispiel. Die gemeine deutsche Wespe. Die gemeine Wespe. Deutsche, das ist ganz gemein, das ist die, wo zu den Bienen reingeht. Und das schauen Sie, das sind jetzt, da lange ich jetzt einfach mal hin, das sind also praktisch die Rähmchen, oder, von denen Sie vorher geredet haben. Ja. Und die müssen Sie, und nein, da, damit die Bienen praktisch dann da ihre Vorratsbehältnisse und die Eierzellen. Wie heißen die eigentlich richtig? Das sind Honigzellen und Eierzellen, wie sagt man, Brutzellen. Das ist die Wabe und die Zelle, die einzelne. Ja, die Brutzelle, wie hier, wo es jetzt dunkler ist, da oben ihr Vorrat. Ach, wo es dunkel ist, da werden einmal das Blut drin. Und da müssen Sie aber schauen, dass dann für eine gewisse Anzahl von Bienen immer genügend so Raum drin hängen. Und das aber schätzen, oder? Das ist so mehr so Augenmaß. Nee, das ist schon Erfahrung. Ja. Weil man muss ja davon ausgehen, früher in der Natur, da haben die sich ja immer ihre Behausungen gesucht. Mhm. Und jetzt, seit es Imker gibt, versuchen wir die in diesen Kisten zu halten. Also es ist in unserer Verantwortung, dass das auch immer groß genug ist und immer für die Bienen in Ordnung ist. Dass man die auch auswechselt oder erneuert und so, ja. Wie viele Bienen hat eigentlich eine Königin, also wie viele Arbeiterinnen? Jetzt um die Zeit. Ja, nein, einfach im Schnitt. Im Schnitt jetzt, damit die überleben können, ist in jeder Kiste so 10.000 bis 15.000 Bienen. Ja, Wahnsinn. 10.000 bis 15.000 Bienen. Und im Sommer, wenn es dann richtig Futter gibt? Ja, da sind es dann, geht es um 30.000, 40.000.
Und wenn es dann mehr als 40.000 wären, dann fangen sie an, Weißelzellen zu machen, neue Königinnen und dann schwärmen sie. Das hängt von anderen Dingen ab. Das hängt davon ab, wie viel Blüte es gibt, wie viel Honigeintrag, wie gut die Königin ist, ja, wie viele Bienen es gibt, wie viel Futter sie schon vorgesorgt haben. Das hängt von ganz vielen Faktoren ab. Es ist aber auch ein gewisses Geheimnis. Man weiß es nicht genau, wann die Biene zu schwärmen anfängt. Man kann bestimmte Sachen kann man sehen. Jetzt kommen Sie aber jetzt warum auf, das jetzt wissen Bienen, Sie doch. Warum Herr jetzt Bock, das wissen Sie doch. Sie sagen es bloß nicht, oder? Nee, es ist ein gewisser Mythos und ich finde es auch gut so. Ja? Ja. Ich kann es dann erkennen, wenn Sie es machen. Ja, dann kann ich es. Dann stellen Sie ganz schnell einen leeren Kasten auf, dass dann möglichst gleich da reinschwärmen, oder? Nee, das geht auf keinen Fall. Das geht nicht. Kann man denen nicht irgendwie so ein Ziel vorgeben? Gibt es nicht irgendwie ein Spray mit Endorphine, dass man so einen Kasten dann so... Ja, das sind all die Sachen, die man versucht zu machen, aber der Mensch kann nicht alles unter Kontrolle bringen. Schön, dass das so ist. Damen und Herren, jetzt machen wir eine kleine Pause, dann schauen wir uns da hinten ein bisschen um. Ich finde das so spannend. Wenn man sich vorstellt, ich kenne ein paar Leute wie er, die einfach mal gesagt haben, ja, ein Gardasee fahren, das langweilt mich jetzt eigentlich und aus dem Modellboot basteln bin ich auch raus und Briefmarken, da kriegst du nichts mehr dafür. Was soll ich machen? Und dann sind sie Imker geworden. Ja, nur richtig was Ordentliches machen. Ja. Was Gescheites. Da habe ich eine kleine Pause und dann sprechen wir noch ein bisschen über Bienen in Sendling. Also bleiben Sie uns gewogen, dann erfahren Sie mehr. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, wir sind also heute beim Herrn Bock, Imker zu Sendling, um ein bisschen über seinen Beruf zu sprechen. Wann haben Sie sich eigentlich entschlossen, das als Beruf auszuführen? War das vor 8 Jahren oder haben Sie vorher schon mal hobbymäßig mit Bienen was zum Tag gehabt? Nee, am Anfang habe ich es hobbymäßig gemacht und ich habe gedacht, das ist was Schönes für die Rente. Mhm. Und dann war es eben der Volltreffer und es wird immer mehr. Und dann habe ich vor 3 Jahren entschlossen, das erwerbsmäßig zu machen. Vollzeit. Sie haben ja nicht nur in der Stadt hier Standorte, sondern Sie gingen aufs Land aus der Eile. Ja, ich habe zum Beispiel im Sommer südlich von Bad Tölz Richtung Brauneck oder so einen wunderbaren Standort, wo es einen wunderbaren Waldhonig gibt. Brauneck, Berghonig gibt es da noch nicht, oder? Weil Bergwald hat, oder? Bergwald, ja. Wie hoch kann man Bienen eigentlich mit aufnehmen? Also gut, jetzt bei uns würde ich jetzt sagen, also dort gibt es eine Alm, wo ich noch gern hin möchte, das ist so auf 1000. Mhm. Das ist, man muss sich das so vorstellen, man kann verschiedene Vegetationszeiten nutzen. Mhm. Man hat das Tal unten, was früher das Frühjahr ist und dann geht man vielleicht eine Etage höher, wo man das zweite Frühjahr erlebt. Und gibt es Bienen, die am Berg besser sind oder im Wald besser und andere haben mehr was mit Raps oder mit Lindenblüten am Hut oder ist das wirklich ganz jahreszeitlich bedingt? Sie wissen, es gibt ja auch Bienen, die einfach von der Aggression her unterschiedlich sind. Man sagt zum Beispiel, wenn der Biene so ein bisschen mehr Dampf hat, also leichter Stich, dann wird es aber andererseits besser mit der Varroa-Milbe, also mit diesem natürlichen Bienenschädling fertig. Wie sehen Sie das? Ja gut, das hat mit der Vitalität zu tun. Super, ja. Ne? Ja, genau. Es war ja ein Zuchtziel früher, man braucht die ganz sanfte, brave Biene. Und da denkt man mittlerweile mehr drüber nach, ob das so richtig war, diese Qualität zu steigern, wo dann andere Qualitäten der Biene abfallen. Ja. Wie zum Beispiel die Gesundheitsvorsorge oder solche Dinge. Ja. Und Sie sind jetzt also Ökobiene und Sie dürfen eigentlich dann nicht mit Schwefel oder sowas arbeiten, oder? So, wenn dann irgendwann mal so eine kleine Milbe, so eine Rohrmilbe rumfetzt, dann gleich was dagegen machen, oder wie machen Sie das? Gut, wir können mit organischen Säuren können wir arbeiten, wie Ameisensäure, und aber sonst ohne Chemie, nur Naturstoffe. Wie viel Ertrag haben Sie da auf einem so Bienenvolk im Jahr? Kann man das auch sagen? Das darf mich auch interessieren. Wissen Sie, ich versuche, Damen und Herren, Ihnen einen Lebensinhalt in der Freizeit zu geben. Weil man denkt, in der Stadt herin oder wenn man am Stadtrand ist, da gab es so viel und es gibt so wenig Bienen und da gab es so viel Platz, da kann man schon so 5, 6 Bienen, kann man so hobbymäßig im Garten bewirtschaften, oder? Sehen Sie das anders? Ich meine, die machen dann letztlich einer ja schon ein bisschen Konkurrenz auch, aber wenn dann ich jetzt als Hobby-Imker meinen eigenen Honig mache, den schenke ich dann der Tante oder den gebe ich meiner Oma mit oder so, verstehen Sie das? Das wird dann nicht verkauft.
Ja, das ist natürlich das Herrlichste, wenn man so ein Mitbringsel hat oder so, klar, aus der eigenen Arbeit. Aber was Konkurrenz anbelangt, also ich sehe es nicht so. Wäre es wirklich so, dass aufgrund der Bienenanzahl zu wenig Honig oder wenig Nektar gäbe, dann liegt es eigentlich wieder an uns. Dann haben wir in der Umwelt eigentlich versagt. Ja? Dann gibt es zu wenig Pflanzen. Ja, so wie auf dem Land, wenn gemäht wird oder so, das schaffen wir selber. Da können wir nicht sagen, wir haben zu viel Bienen, sondern wir müssen eigentlich was in der Natur tun. Ja. Und Sie sagen, es gibt ein ganz allgemeiner Insektensterben. Glauben Sie nicht, dass so die moderneren Pflanzenschutzmittel dem wieder etwas, also das zurückdrängen? Weil man darf ja nicht mehr so, ich möchte mal sagen, aus der chemischen Keule schöpfen, wie es mal so in den letzten 20, 30 Jahren gemacht worden ist. Nee, die Mittel werden immer perfider, würde ich sagen. Perfider? Ja. Inwiefern? Dass sie eigentlich jetzt nicht mehr auf einen Schlag sozusagen, sieht man einen Haufen tote Bienen, ja, sondern in der Konzentration, wo das ist, eigentlich so eine laufende Schädigung stattfindet. Und das ist ja das, wo man davon ja öfters gesprochen hat, zum Beispiel, dass sie orientierungslos werden und nichts mehr finden und so. Ja, dass eigentlich die permanente Schädigung eigentlich zunimmt. Ja. Es gibt das Sprichwort, Damen und Herren, ich stehe dahinter, meiner Einlassung, wenn die Biene stirbt, stirbt der Mensch. Und ich bin immer ganz vorsichtig, weil es ja ein altes Sprichwort ist und man sollte sowas nicht ganz von der Hand weisen. Gell? Und wenn Sie jetzt einen Garten haben, wo Sie sich dann relativ gut mit Gewächsen umgeben, die blühen und die andererseits aber nicht gespritzt werden von einer, dann würde da eigentlich eine Biene gutes Auskommen haben. So denke ich es mir halt, verstehen Sie es? Stimmen Sie mir dazu? Ich stimme Ihnen voll zu. Und das ist eigentlich, was in der Stadt besser läuft als auf dem Land. Wenn jeder seinen Blumenkasten im Garten und seine Blumen macht, dann gibt es eigentlich eine Grundversorgung. Und die ist in der Stadt besser gewährleistet als auf dem Land. Ich bedanke mich, dass Sie uns was erzählt haben, Herr Bock. Damen und Herren, Ihnen wünsche ich einen schönen Abend. Bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.